hoffe, ihr habt Lust auf ein neues Video. Heute gibt es nämlich Do-It-Yourself und Outfit beides in einem. Ich habe mich inspirieren lassen vom Coachella Festival und die laufen da ja wirklich rum in den schönsten Römer-Sandalen, sodass ich dachte, es kann ja nicht so schwer sein. Das machen wir heute selber, Römer-Sandalen-DIY. Und dranbleiben unbedingt am Ende noch das passende Outfit für euch. Viel Spaß! Lederbänder bekommt ihr eigentlich in jeder Kurzwarenabteilung. Mein Band ist jetzt so ungefähr 1 Meter lang und die befestigen wir jetzt hier an der Sandalette mit einem Knoten. Damit das hier unten noch mal ein bisschen hübscher wird und dieses lose Ende nicht so sichtbar ist, werde ich das noch mal mit einem dünneren Band umwickeln. Es geht auch super einfach. Ihr macht da einfach für den Anfang einen Knoten rein und fangt an, das Ganze zu umwickeln. Wenn ihr dann am Ende angelangt seid, dann macht ihr einfach einen Knoten rein, damit sich das Ganze nicht wieder aufwickelt. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. So sieht das Ganze jetzt aus und wer möchte, kann den auch so lassen. Ist auch cool, also halt die etwas schlichtere Variante und damit wäre der so schon fertig. Ich will aber gern noch Bommel reinmachen, damit das so ein bisschen mehr Boho wird. Um besser sehen zu können, wo ihr die Bommel hinhaben möchtet, zieht ihr die Sandalette am besten an und setzt euch mit einem kleinen Faden Markierung, wo ihr dann anfangen könnt zu nähen. Und zwar ganz einfach mit so einem transparenten Nylongarn. Das Ganze bringt ihr jetzt einfach mit einer Nadel und dem Garn an. Und zwar in dieser Technik, wie ihr hier seht, umwickelt das Lederband. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Bommel auch an der richtigen Seite hängen. Also so, das wird dann an meinem Bein so in dieser Form sichtbar sein. Das Lederband sozusagen nicht. So, meine Lieben, die Bommel sind dran und um das Ganze ein bisschen mehr aufzuhübschen, könnt ihr da Naturstein nehmen, so Perlen ranmachen. Ich habe eine alte Kette kaputt gemacht und habe da diese Holzperlen her. Zieht ihr einfach durch und macht dann am Ende einen Knoten rein, damit die auch nicht wieder rausrutschen. Und ihr könnt natürlich auch noch ein paar Accessoires mehr ranmachen, so ein Peace-Zeichen zum Beispiel. Das hänge ich hier auch noch mit dran. Und fertig ist der Schuh. Meine Lieben, ihr könnt alle 10 Trenner dafür nehmen. Hauptsache die Ferse hinten ist offen. Und ja, wie versprochen, der Look dazu. Ich habe mich ja vom Coachella Festival inspirieren lassen. Coachella ist aber nun mal vorbei, aber der Boho-Stil bleibt auch mega angesagt diesen Sommer. Und ja, Keypieces für den Look sind zum Beispiel das Maxi-Kleid oder auch die Jeans-Short. Und für die habe ich mich entschieden, weil so kommen die Römer-Sandalen besser zur Geltung. Und obenrum natürlich super locker, bequem. In so einem schönen Weißton, weil auch Farben sind wichtig bei dem Look. Ja, ihr solltet mehr auf so natürliche Töne setzen. Und auch auf Muster, die sind wichtig. Ethno-Stickereien, wie hier so ein bisschen an dem Oberteil. Oder auch Perlenverzierung. Und ansonsten natürlich Quasten, kleine Bommel, wie ich an den Römer-Sandalen habe. Naturschmuck, geht alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt mein erstes Doppelpack-Video sozusagen. DIY mit dem passenden Look dazu. Coachella kam ich dieses Jahr auch mal wieder nicht hin, aber die liebe Bonnie war da und die wird auf jeden Fall auch ein Festival-Video machen. Hat sie gesagt, ja, abonniert auf jeden Fall den Channel und verpasst es nicht. Da könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren da lassen. Warte schon mal auf dem Festival. Wo soll ich unbedingt hingehen? Da freue ich mich auf eure Tipps und auch wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao.